Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls, von der ich hoffe, dass sie pünktlich kommt, denn ich habe total vergessen, Dark Souls aufzunehmen. Es ist so, ich wollte gerade ins Bett gehen und dachte mir, okay, jetzt letzte noch schnell hoch. Moment, Minecraft, da stimmt was nicht. Es kann heute kein Minecraft kommen, ich habe keine Pixelmon mehr, wir nehmen heute Pixelmon auf. Ach verdammt, es kommt Dark Souls. Ah, ich weiß, dass ich was vergessen habe. Es ist jetzt 5 Uhr morgens und ich nehme jetzt Dark Souls auf. Ja, es könnte ein Spaß werden. Nee, und irgendwie, da gibt... Oh Gott, stimmt, also dieses nette Ding. Die Tatsache, dass ich Dark Souls vergessen habe, ließ mich jetzt nicht einschlafen. Das ging jetzt einfach nicht. Pass auf, Lügner. Okay. Lügner? Und was sprechen die? Das ließ mich jetzt einfach nicht einschlafen. Ich glaube, dass die in der Masse ziemlich böse werden können. Könnte ich mir vorstellen. Natürlich habe ich die auch weggepackt. Ja, ist schön, wenn die Stück für Stück kommen. Sehr gut. Jetzt bin ich irgendwie gerade ziemlich still gewesen. Ich bin auch gar nicht müde. Also jetzt nicht irgendwie Sorge haben, dass ich irgendwie total übermüdet werde oder so. Nee, bin ich gar nicht. Bin nur ruhig. Mehr nicht. Möchte mich halt auch versuchen zu konzentrieren, die ich hier keinen Schmarrn baue. Kommt ja, ihr zwei. Da haben sie mich doch noch erwischt. Schade, die sind ziemlich schnell. Darf ich nicht vergessen, dass die ziemlich schnell sind. Nicht, dass ich das ein bisschen aus den Augen verliere und das dann mein Nachteil wird. Weswegen ich hoffe, dass sie pünktlich kommt, ist, ich muss die Folge jetzt an ins Rennen schicken. Das ist jetzt grundsätzlich erstmal kein Problem, aber ich muss sie halt auch hochladen. Das heißt, ich werde dann irgendwann in 2 Stunden oder so aufstehen und die Folge hochladen. Oder in 3 Stunden. Wann habe ich mir den ersten Wecker gestellt? Ich glaube, kurz nach 10. Auf alle Fälle, ich hoffe, dass sie pünktlich kommt. Wenn nicht, kommt sie minimal später, dann wisst ihr aber auf alle Fälle Bescheid, warum. Es ist auf alle Fälle nicht böse gemeint. Aber ich habe das total verschludert mit meinem Uploadplan. Ich weiß auch nicht, warum. Ich war da fest Überzeugung, es kommt Minecraft. Aber ich wollte es auch nicht schon wieder ausfallen lassen. Das wäre irgendwie ziemlich blöd. Schon wieder ausfällt. Zumal ich ziemlich guter Dinge bin. Hör mal auf, Schatten zu machen. Tschüss. Das hat wehgetan. Was war das? Was war das? Hör auf. Gut, ist ziemlich schnell down. Das ist ja schon mal ein Vorteil. So, was steht jetzt hier? Hallo. Was? Du hältst 2 aus? Komisch. Vor dir Hinterhalt. Okay. Seele Ritter. Ist auch schon mal schön. Ein Hinterhalt. Okay. Da unten sind Viecher. Hier ist auch was. Okay. Hier kann ich... Ach du Heiliger. Es geht also in 2 Richtungen. Oh, okay. Dann bin ich ja mal gespannt. Hi. Diesmal war ich schneller. So. Ganz vorsichtig weiter vorantasten. Okay. Da ginge es nur nach unten. Hier könnte ich vermutlich rüberspringen. Habe ich aber dezent keine Lust drauf. Nee, das ist mir zu risikoreich. Ich bin heute nicht risikofreudig. Das muss nicht sein. So. Es wäre ein schöner April-Scherz. Heute fährt Dark Souls aus. Nee, doch nicht April. Na. Wäre kein schöner April-Scherz, mal davon abgesehen, wäre nicht wirklich witzig. Ich bin sowieso noch nie der riesen April-Scherz-Fan gewesen, muss ich gestehen. Ich finde halt, April-Scherze gehen einfach extrem oft einfach zu Lasten
der Menschen, die reingelegt werden. Hiva, okay, das liegt also da. Das ist vermutlich dann erreichbar über das, was ich gerade gesehen habe, wo ich davon ausgegangen bin, dass man dafür springen muss. Nee, ich war noch nie ein riesen April-Scherz-Fan, deswegen werdet ihr von mir vermutlich auch kein Pass auf Nachahmung. Okay, ja, ich sehe schon, der hat kein eingekringeltes Ding. Und das atmet, das Ding. Oder? Hat er gerade geatmet? Sieht so aus. Erstmal gucken, ob hier alles clean ist. Oder ob gleich irgendwas auf mich zugestürmt kommt. Okay, dann. Fupp. Oh, daneben gehauen. Wow. So, down. Haben wir das auch? Nee, April-Scherz. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich... Sehr gut, Maske. Okay. Was ist das? Das wollen wir uns mal schnell anschauen. Nee, ich mochte April-Scherz noch nie wirklich gerne. Es ist einfach so, keine Ahnung. April-Scherze. Mag ja manchmal ganz witzig sein, aber na. Wenn du sagst, im Internet... Wie? Ich habe keine sehr gut Maske. Oder habe ich die jetzt überblättert? Nee, das muss irgendwas anderes gewesen sein. Ja, wie gesagt, im Internet findest du halt, keine Ahnung, x-tausend verschiedene Meldungen, was nicht alles passiert. 30.000 YouTuber hören plötzlich mit YouTube auf. Oh mein Gott, und es finden sich immer noch Leute, die es glauben. Und, ach Gott, alleine wenn man auf diese News-Seiten geht, wo eh meistens schon irgendwelcher Schrott geschrieben wird, der eh niemand interessiert, wird immer noch weiter geschrieben, dieses und jenes und das und bla bla bla. Und dann kommen halt diese Meldungen wie, oh, die D-Mark wird wieder eingeführt und lauter solche Scherze. Und die Leute glauben es halt zum Teil auch noch und du denkst einfach nur so, Was ganz witzig ist, ist wie Guild Wars. Guild Wars hat das ganz lustig gemacht. Die haben halt lustigen Filter jetzt für das Spiel gelegt, den man aber auch ausschalten könnte, mal davon abgesehen. Was heißt ausschalten? Also es ist halt eine Einstellung, die verändert wurde. Mittel und hoch von kann ich vielleicht einfach so rüber? Ja, okay. Vom Post-Processing, wenn du das nicht mittel oder, also wenn du es auf hoch eingestellt hast, ist alles halt ziemlich bräunlich. Auf mittel hat es nur einen leichten Filter. Okay. Geräusch gefällt mir nicht. Und wenn du es auf kein hast, es wäre Licht, okay? Wenn du es auf aus hast, das Post-Processing, dann ist halt gar nichts davon da. Das ist schon ganz witzig. Gut, das Einzige ist, man hat die ganze Zeit seine Arme ausgebreitet und macht so Geräusche und hat eine Fliegerbrille auf. Ach, das ist das Geräusch. Das ist vielleicht nicht hundertprozentig lustig, weil, wie soll ich sagen, anlässlich dem, was halt da jetzt passiert ist mit dem Flugzeug, könnte sich der ein oder andere halt schon mokieren, dass es vielleicht geschmacklos sein könnte, da jetzt ein Flugzeug nachzuahmen. Aber gut, da kann man jetzt auch drüber streiten, inwieweit man jetzt deswegen den Humor ausblenden muss, so quasi. Oder ob man das als Humor bezeichnen kann. Das ist schwierig. Aber kann ich da rübergehen? Ja, kann ich. Dann haben wir das auch. Sowas ist dann ja schon mal ganz lustig, wenn so Spiele so Sachen einführen. Minecraft hatte das letztes Jahr gemacht. Ich weiß nicht, ob sie es dieses Jahr machen. Gegen 2 Uhr, halb 3 Uhr morgens gab es noch nichts in Minecraft, keine Ahnung. Das finde ich okay, das finde ich schon ganz lustig, aber so diese typischen April-Scherze, nee. Also von daher braucht ihr von mir nichts erwarten, dass bei mir ein April-Scherz kommen wird. Es wird auch nicht irgendwas sein, wo ihr dann, keine Ahnung, also ihr müsst, wenn ich was schreibe, irgendwo auf Twitter oder sonst irgendwas, nicht davon ausgehen, dass man es mir nicht glauben darf. Uah, verdammt! Ich hatte gehofft, ich komme noch rechtzeitig raus. Niemals mit dem Rücken wegrennen, ich sehe schon. Okay, dann weiß ich aber zumindest, was da auf mich wartet. Ai. Das war wiederum kein April-Scherz. Gut. Ja, allerdings keine Ahnung, was das ist, was die da machen. Könnte das als Magie durchgehen? Pack mal das Schild aus. Vielleicht geht das unter Magie durch. Solange ich das jetzt alles auch wieder bekomme. Das wäre ganz gut. So.
Mal versuchen, nicht so viel Schaden diesmal von denen reingedrückt zu bekommen. Wäre eigentlich ganz praktisch. Ziehen wir mal kurz hier hoch. Kämpfen wir hier oben dagegen. So. Weil ich will mal nicht so viel Schaden reingedrückt bekommen von denen. Erstens sollte es auch so sein. Davon abgesehen. Zweitens, Schaden nie gut. Und ich muss meine Estes auch ein bisschen aufsparen. Okay, da haben wir alle. Da war der Aufzug. Dann geht es jetzt wo weiter? Da oben war das doch, oder? Wie schnell ich die Wege immer wieder vergesse. Das ist ziemlich witzig teilweise. Nee. Hä? Gehen sie jetzt nochmal weiter? Hinter dem Aufzug? Das vielleicht. Ja, okay. Gut. Mal Loot hätte ich zumindest noch ganz gerne wieder eingesammelt. Komm her. Ja, du darfst einmal hauen. Ja. War jetzt nicht so toll. Ausdauer wieder aus den Augen verloren. Aus den Augen verloren. Seelen droppen sie eigentlich relativ gut, muss ich gestehen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt lass das Ding doch da mal aus. Hörst du auf? Gut, weg. Ja, das ist da gleich viel besser. So. Dem Schild lässt sich doch hier gegen diese Magieviecher doch gleich mal viel besser vorgehen. Da unten ist der nächste. Hab ich schon gewundert, wo ist der jetzt, den ich hier höre. So. Aber halt auch vorsichtig, weil das sind doch jede Menge Seelen, die wir da verloren haben. So. Weiter geht's. Moment, ich bin falsch gegangen, richtig? Nee. Die Geräusche von denen. Ziemlich witzig irgendwie. Okay. Da war nur der eine. Wo ich ganz froh drüber bin. Ich nehme mal vorsichtshalber das Estus. Die tun weh. Ah, kommt, mein Loot. Ah, da haben sie mich schon wieder erwischt. Aber das Loot würde wenigstens ein kleines bisschen weiter vorne liegen. Oh Gott, wie soll ich denn gegen die beiden vorgehen? Könnte schwierig werden. Aber ich komme an mein Loot gut ran. Das ist schon mal nicht schlecht. Ah, es könnte kompliziert werden. Da muss ich mir was einfallen lassen, wie ich da am besten vorgehe. War vielleicht auch keine gute Idee, jetzt zu versuchen, sofort an mein Loot wieder ranzukommen. Ich habe den weggeschubst. Ja, nice. Ah, kommt ihr her? Zwei von euch wenigstens. Erstmal nur du, okay. Ah, der andere kommt hinterher. Gut. Ja, Ausdauer. So, ihr beiden. Ausdauer. Die hauen mir die Ausdauer ganz schön runter, muss ich sagen. Das gefällt mir jetzt nicht so sehr. Komm, das Loot will ich jetzt noch haben. Wenigstens brauche ich nicht lang schneiden. Ich weiß, ich ziehe den Ingame-Sound minimal runter. Und dann kann ich es auch schon ins Rennen schicken. Das ist ganz nice. Ich mache das schon recht aus, wenn ich weiß. Komm, jetzt haben wir ein bisschen Schaden gedrückt bekommen. Das ist aber nicht so schlimm. Weil ich würde dann eh ganz gern, wenn ich den Loot habe, nochmal zurückgehen. Und dann können wir auch die Estus nochmal komplett auffüllen. Müssen wir uns zwar nochmal runterkämpfen hierhin.
Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, nicht schlimm. Ich hätte natürlich auch hochziehen können, die Treppe. Aber, komm. Hauptsache, ich komme jetzt nochmal an mein Loot dran. Was droppst du? Grüne Scherbe. Interessant. So. Ja, da unten interessiert mich nicht. Ich muss hier lang gehen. Da unten ist wieder der nette Kompagnon. Der aber kein Problem darstellt. Das ist nur einer. Im Großen und Ganzen sind sie nicht schlimm. Nur die Ausdauer packen sie ziemlich schnell runter. Das ist das einzige Problem bei denen. Das ist das einzige Problem. Und die Magiefuzzis machen einen gewaltigen Schaden. Da muss ich nochmal gucken, dass ich vielleicht eine andere Rüstung anziehe. Rüstung, die ein bisschen mehr Magie Abwehr hätte, wäre ziemlich nice. Die zum Beispiel. Ja. Steinrüstung wäre auch praktisch. Wie sieht es mit Havel aus? Wir könnten mit Havel durchrennen. Zumindest jetzt mal kurzzeitig. Kommt einer auf mich zu? Ich kann mich auch täuschen. Oh, aber komme ich mit Havel noch darüber? Ja, okay. Es wäre, glaube ich, ziemlich nice, da jetzt so reinzugehen. Greif mich mal an. Mach mal deine Magie. Mach deine Magie. Ach, du sollst mich doch nicht so schlagen. Ich will doch wissen, wie deine Magie, wie viel Schaden die mir macht. Verdammt. Das ging. Das ging. Das war okay. So. Sehr gut. Ausdauer nochmal. So. Ja. So, okay. War eine gute Idee, umzuschwingen, um zu switchen. Nehmen wir das noch mit. Na komm. Nochmal eine grüne Scherbe. Das hier ist eine echte Kiste. Mit einer finsteren Kugel. Okay, da ist nichts drin, die ist schon offen. Die ist auch offen. Okay, dann wird es hier dann weitergehen. Ah, alles klar. Na, dann haben wir doch wenigstens noch alles bekommen. Und mit Havels Rüstung sind wir ganz gut unterwegs. So langsam sind wir auch nicht. Das passt eigentlich ganz gut. Würde ich sagen, schauen wir dann nächste Folge schon nochmal weiter. Vielleicht nicht sofort zurückgehen. Bei 50.000, wir könnten nochmal aufwerten. Ist es eine Entscheidungssache? Ich weiß es noch nicht. Gut, aber ich verabschiede mich dann jetzt. Schau, dass ich die Folge noch ins Rennen bringe. Hoffe, dass sie pünktlich um 12 Uhr oben ist. Ansonsten, wie gesagt, ist sie ein bisschen später gekommen. Dann tut es mir wirklich leid. Ich habe das echt ein bisschen aus den Augen verloren. Ich muss meinen Uploadplan wieder ein bisschen besser im Auge behalten. Dass das nicht mehr so schnell passiert. Ja, das kommt davon, wenn man abends so lange noch mit der Gilde zusammensitzt. Ich sag danke fürs Zuschauen, ihr Lieben, und tschüss. Bis zum nächsten Mal.